Die Engelchen sind in unserer Kirche weit mehr als Zierwerk und etwas fürs Auge. Über dem Tabernakel halten uns zwei Engel eine Einladung entgegen. Venite adoremus. Kommt, lasset uns anbeten. Sie laden zum Gebet ein. Und gleich unter ihrer Einladung machen es große und kleine Engel vor, in welcher Körper- und Geisteshaltung man beten kann. Vor Gott in die Knie gehen, sich seiner eigenen Kleinheit und der Größe Gottes bewusst werden, sich ihm mit Ehrfurcht nahen, einfach über die Größe und Unbegreiflichkeit Gottes staunen. Sie stellen kindlich unbefangenes und erwachsenes reflektierendes Gebet dar. Und alle lenken den Blick auf das Allerheiligste, das im Tabernakel aufbewahrt wird.